ein letztes Mal. Über die Seite lösen. Wir gehen nochmal in die Rückenlage und dort machen wir die weiteren Übungen. Mit Kontrolle wie gerade gemacht, Zentrum, Becken kippen und so wechseln wir in diese neue Position. Für diese Position ist es wichtig, dein Beckenbereich soll neutral bleiben. Dafür brauchen wir auch die Bauchmuskulatur einziehen und die Schultern kommen zurück. Die Füße sind hüftbreit und von hier geht es weiter mit der nächsten bestimmten Übungen von Pilates. Wir kommen jetzt in die 100 oder die 100 Übung. Diese Position 90 Grad angewinkelt, genauso hier ein Winkel und genau da rechteckig. Als Vorbereitungsübung kommen wir kurz erstmal mit dem Kopf und mit den Schultern weg vom Boden, mit langen Armen in die Seite und langsam wieder ablegen. Atme ein, langsam ausatmen und wieder wechseln. Versuch bei Ausatmen die Bauchmuskulatur einzuziehen. Atme ein und wir halten bei der Position. Jetzt treffen wir die Übung, die 100. Die Atemtechnik, dreimal einatmen, dreimal aus. Ein, 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 aus, aus, aus. Noch ein bisschen. Noch drei, zwei, geschafft. Langsam den Kopf ablegen und beide Knie kommen auf die Brust. Eine kurze Pause, das ist die Gegendehnungsposition in der Rückenlage. Die nächste Übung ist der One Leg Stretch oder Einbeindehnung. Dafür kommen wir mit dem Kopf und die Schultern weg von der Matte, dann ein Bein parallel zum Boden gestreckt. Und mit dem anderen Knie siehst du mit den Armen so Richtung Brust. Von hier wechseln wir jedes Mal mit den Beinen ab. Atme ein und aus. Einatmen und aus. Und halte immer stabil mit dem Oberkörper in der Position. Sehr gut. Noch acht. 2, 6, 3. Sehr gut. Beide Knie auf die Brust ziehen, langsam den Kopf ablegen. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Übung. Das ist der Doppel-Leg-Stretch oder Dehnung mit zwei Beinen. Wir kommen in die gleiche Position mit den Schultern und dem Kopf weg von der Matte. Diesmal gleichzeitig mit beiden Beinen kommst du in diese diagonale Position mit den Beinen. Gleichzeitig mit den Armen in diese V-Position. Über die Seite zurück, hier in der Mitte einatmen, nach außen ausatmen. Über die Seite mit den Armen die Knie zur Brust ziehen, ein, ausatmen. Und jedes Mal immer die Beine und die Arme kommen gleichzeitig in die Position. Achtmal. Sehr gut. 2 und 3.
4, 5, Zentrum einziehen, 6, 7, die letzten 8 ein. 3, 4. Atme ein, ausatmen. 7 und 8. Geschafft. Langsam den Kopf ablegen. Sehr gut. Es geht jetzt mit einer anderen Übung weiter. Das ist der Schulterbridge oder Schulterbrücke. Dafür bringst du die Füße auf die Matte, die Füße ganz nah zum Körper, beide Füße parallel, hüftbreit, genauso wie die Knie. Und die Arme gestreckt in die Seite, die Handfläche zeigen nach unten. Wir kommen in eine Brücke sozusagen mit dem Körpergewicht teilweise auf den Schulterbereich und langsam Wirbel für Wirbel senken. Dafür die Atemtechnik, atme ein, mit dem Ausatmen ein bisschen höher sogar. Erstmal einatmen und mit dem Ausatmen langsam senken. Genauso weiter, atme ein, hoch. Ausatmen, ein Tick höher, mit dem Beckenbereich aktiv. Atme ein, langsam senken. Zweimal noch, genauso. Atme. Eine gute Übung für die Beckenbodenmuskulatur. Wirbel für Wirbel, zurück. Und noch einmal, atme ein, Hüfte hoch, ausatmen, aktiver halten. Atme ein und mit dem Ausatmen langsam senken. Und jetzt einen Schritt weiter der Übung. Genau in dieselbe Position kommen mit dem Einatmen. Jetzt das Körpergewicht auf den linken Fuß verschieben, das rechte Bein kommt frei vom Boden. Und hier jedes Mal nach oben lang, zurück in die erste Position. Wir atmen ein und aus. Bis 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Zurück mit dem Fuß erstmal aufstellen und mit dem Einatmen Vorbereitung, mit dem Ausatmen erst langsam senken. Und wir machen dasselbe mit dem anderen Bein. Atme ein, kommt in die Position stabil. Ausatmen, das linke Bein frei. Halte die Hüfte immer in derselben Höhe und wir fangen mit dem Einatmen, Ausatmen hoch, einatmen. Und 3. Sehr gut. 4. 7. Das letzte Mal. Und 8. Der Fuß erstmal aufstellen, atme ein. Und mit dem Wirbel für Wirbel langsam senken. Und jetzt kommen wir in die Gegendehnungsposition. Beide Knie auf die Brust ziehen und eine kurze Pause. Und jetzt fängt die Entspannungsphase an. Von hier können wir einfach die Füße aufstellen und wir lassen die Knie in die Seite fallen für die Öffnung der Hüfte. Die Arme kommen frei in die Seite und die Handfläche zeigen nach oben. Und von hier genießen wir einen Moment in Harmonie mit deinem eigenen Körper.
Atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund frei ausatmen. Langsam mit Hilfe der Hände nimmst du beide Beine fest und machst du die Füße wieder aufgestellt, beide Knie zusammen. Die Arme kommen in die Seite Schulterhöhe und wir machen das rechte Bein auf die Matte wieder lang. Von hier treffen wir die Drehung der Hüfte. Wir atmen ein, mit dem Ausatmen drehen wir Richtung das Knie und mit dem Kopf in die Gegenrichtung. Halte in der Position und atme. Wir drehen langsam zur Mitte und wir wechseln langsam ab. Der andere Fuß aufstellen, atme ein, mit dem Ausatmen in die andere Richtung drehen, beide Schultern halten am Boden. Wir machen beide Beine lang und die Arme kommen auch nach hinten entspannt. So bilden wir eine lange Linie mit dem ganzen Körper. Atme. Und wir kommen langsam zurück in den Landsitz. Erstmal bringst du die Hände nach oben, über die Brust ungefähr, atme ein. Und mit dem Ausatmen fangen wir mit dem Kopf an, mit den Schultern weg vom Boden, Wirbel für Wirbel in den Langsitz. Mit den Armen über die Seite, tief einatmen, mit dem Ausatmen nach oben ziehen, noch einmal tief einatmen, über die Seite langsam zurück. Nochmal helfen wir uns mit den Händen, du bringst ein Knie zum Körper, das andere, die Füße ein bisschen näher und die Hände kommen direkt hier auf die Matte nach hinten. Wir drücken mit beiden Händen gegen den Boden und bringen die Hüfte weg vom Boden. Dann über die Seite wandern, so verschieben wir das Körpergewicht nach vorne für die Dehnung der Wirbelsäule. Lange Arme nach vorne, den Kopf ganz locker hängen lassen. Die letzte Dehnung für die Beine, die Hände absetzen, langsam die Fersen auch auf den Boden bringen, den Kopf hängen lassen, nur noch daran denken, die Hüfte aktiv hochheben. Halte hier einen Atemzug. Und langsam das Roll-Up. Nimm dir Zeit. Wirbel für Wirbel kommst du zurück nach oben. Dein Beckenbereich neutral. Zentrum einziehen. Schultern zurück. Und den Kopf gerade. Sehr gut. Dann machen wir die letzte Übung. Die Dehnung der Körperseite. Wir bringen die Füße in die zweite Position. Füße und Knie zeigen nach außen breit. Eine Hand auf dem unteren Teil des Rückens. Mit dem anderen Arm fängst du von unten an, mit einer kreisenden Bewegung einatmen, mit dem Ausatmen in die Diagonal ziehen. Atme ein und mit dem Ausatmen zurück. Nur noch die andere Richtung, von unten mit dem linken Arm in die Gegenrichtung ziehen, ausatmen. Atme ein und mit dem Ausatmen zurück. Und damit sind wir fertig mit unserem Pilates-Training. Eine feste Umarmung für dich mit viel Liebe und Energie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen!